Herr Bayer, Versicherungen werben ja häufig mit dem Slogan BAV statt Gehaltserhöhung. Wie ist das denn bei Ihnen darstellbar über die pauschaldotierte Unterstützungskasse? Gibt es das auch? Ja, Versicherer werben sehr stark mit dem Thema BAV statt Gehaltserhöhung. Es ist ja auch ein sehr interessantes Modell. Zum Beispiel statt einer Gehaltserhöhung von 100 Euro, von der ein Mitarbeiter vielleicht netto lediglich 50 Euro hat, bekommt er eine deutlich höhere Zusage auf eine Rentenleistung oder vielleicht auch auf eine Kapitalleistung. Also die Effizienz ist hier sehr hoch. Bei einer Versicherungslösung ist es für den Arbeitgeber eigentlich relativ wenig interessant, weil die Liquidität fließt hier ab und die Liquidität fließt auch bei der betrieblichen Altersform ab, wenn es in eine Versicherungslösung geht. Die Pauschale durch die Unterstützungskasse bringt hier genau den Vorteil, dass ich die höhere Effizienz habe, aber genau keinen Liquiditätsabfluss. Und das gerade in Phasen, wie sie zum Beispiel nach Krisen sind, wo Mitarbeiter nach Gehaltserhöhungen bitten und die Liquidität beim Unternehmen am knappsten ist, weil das Wachstum oder das Wiederanlaufen ja erstmal finanziert werden muss, ist das natürlich von besonderer Bedeutung und besonders interessant. Wir haben mal kurz ein Rechenbeispiel gehabt mit einem Unternehmen, da habe ich die Zahlen noch im Kopf, mit 20 Mitarbeitern. Die Mitarbeiter hätten alle Gehaltserhöhungen haben sollen von 84 Euro. Der Arbeitgeber hat gesagt, die 84 Euro bleiben im Unternehmen. Ich verzinse die mit 3,25%, halte ich bereits schon für sehr großzügig und teilweise auch hoch. Und die Mitarbeiter haben, je nachdem wie alt die im Unternehmen waren, dadurch von 84 Euro, von dem sie eigentlich lediglich 45 Euro netto gehabt hätten, Zusagen bekommen, je nachdem wie alt sie waren, in der Größenordnung zwischen 300 und 800 Euro pro Monat. Und wenn man den Liquiditätsgewinn angeschaut hat, in den ersten 10 Jahren war die eingesparte Liquidität nur kumuliert, ohne Verzinsung, ohne alles gerechnet, nach allen Kosten, nach allen Gebühren, nach PSV-Beiträgen und so weiter, war die Liquidität bei fast 280.000 Euro gelegen. Und das ist aus meiner Sicht ein unwahrscheinlich interessanter Effekt. Wir haben das durchgerechnet bis zum 86. Jahr. Wenn der Mitarbeiter mit 86, der letzte Mitarbeiter mit 86 verstirbt, wären immer noch 2,8 Millionen in der Unternehmenskasse gewesen, die zur freien Verfügung gestanden hätten. Und wie gesagt, alles wäre hier aus den 84 Euro Gehaltserhöhung bezahlt gewesen. Also unwahrscheinlich interessantes Modell für viele Unternehmer.